Und zugeschaltet ist jetzt Professor Carlo Massala, Militärexperte. Herr Massala, wie schätzen Sie diesen Vorfall auf der Krim ein? Ich glaube, der ist in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen, aus mehreren Gründen. Zunächst einmal, wenn es der Beschuss durch ukrainische selbstentwickelte Raketen war, wie die New York Times ja mit Verweis auf Quellen aus der ukrainischen Regierung vermutet oder darstellt, dann signalisiert das den Russen, dass die Ukrainer in der Lage sind, bis zu 200 Kilometer weit hinter die Ukraine, hinter die russische Front Ziele zu erreichen. Das stellt die Russen vor neue Probleme, weil sozusagen sie müssen jetzt viel, viel mehr Territorium sichern bei der erwarteten Gegenoffensive oder der laufenden Gegenoffensive der Ukrainer, als sie es vorher vermutet haben. Das Zweite ist, die Flugabwehr auf der Krim ist überwunden worden. Was bedeutet, dass auch für die Schwarzmeerflotte, die die Krim ja von Seeseite her sichert, das jetzt möglicherweise ein großes Problem ist und diese möglicherweise disloziert werden muss, also neu in neue Positionen gebracht werden muss, weil sie dann möglicherweise in Reichweite ukrainischer Raketen liegt. Und das Dritte ist, und das haben Sie gesehen, das hat Ihr Bericht gezeigt, die fliehenden Russen bringen diesen Konflikt jetzt auch direkt nach Russland wieder rein. Also bislang war es ja so, in den russischen Streitkräften kämpfen hauptsächlich die ethnischen Minderheiten. Jetzt sind ethnische Russen von diesem Konflikt direkt betroffen. Die werden zurück nach Moskau gehen. Die werden sozusagen die Erlebnisse nach Moskau oder St. Petersburg oder wo immer sie herkommen, reintragen. Und das wird sicherlich auch einen Teil der innerrussischen Diskussion beeinflussen. Also von daher in seiner Bedeutung jetzt außerhalb des rein militärischen nicht zu unterschätzen, dieser Angriff gestern. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.